Hallo, SED, erste Schritte mit regulären Ausdrücken. Wie man mit Suchen und Ersetzen einen Text bereinigen kann, werde ich nun an einem Beispiel demonstrieren. Dafür habe ich eine Liste gewählt, in der alle Leerzeichen fehlen. Dieses Phänomen tritt in der Arbeit öfters auf, zum Beispiel, weil der Text mit einer OCR-Software, Bild-zu-Texterkennung, erstellt oder aus einem PDF-Dokument kopiert wurde. Hier ein Beispiel. Die Liste der ehemaligen Bundespräsidenten der BRD kopiert von der entsprechenden Wikipedia-Seite. Okay. Und das ist vom Prinzip her genau der gleiche Ablauf wie in dem Screencast LibreOffice Writer, erste Schritte mit regulären Ausdrücken. Bloß diesmal in der Kommandozeile mit dem Tool SED. SED ist ein Stream-Editor, der Text bearbeiten kann. Okay, dann kann es losgehen. Die Textdatei heißt c.txt, die ich bearbeiten will. Und so sieht nochmal der Inhalt aus, momentan noch. Und jetzt gleich der erste Schritt. Klammer auf, ersetzen durch ein Kommazeichen. Diesmal wähle ich ein Kommazeichen als Trennzeichen und kein Tabulatorzeichen. Dann Eingabe, SED, minus I. Minus I bedeutet, bearbeite den Text und speichere die Änderungen. Minus E heißt, jetzt folgen die Anweisungen. Es können auch mehrere sein, die durch ein Semikolon getrennt werden. Einfache Anführungszeichen, S-Schrägstrich, das heißt suchen und ersetzen. Der erste Teil, den wir suchen, also Klammer auf, dann wieder Schrägstrich, dann der Teil ersetzen durch, also ein Komma, dann wieder Schrägstrich, G für global, das heißt bearbeite alle Zeilen und am Ende dann die Textdatei hier, c.txt. So, dann als nächstes die Sternchen entfernen. Die gleiche Eingabe mit Sternchen und das Kommazeichen einfach weglassen. Die Sternchen sollen entfernt werden. Dann Klammer zu entfernen. Und jetzt das Minuszeichen, also den Strich ersetzen durch Komma. Den kann ich auch wieder kopieren. An die richtige Stelle. Und dann Komma. So, und jetzt Vor- und Nachname trennen. Klammer auf. In eckigen Klammern A minus Z. Klammer zu. Wieder Klammer auf. In eckigen Klammern A minus Z groß. Also ein regulärer Ausdruck diesmal. Eckige Klammer zu. So. Und erster Teil und zweiter Teil und das für alle Zeilen. So, das Ganze nochmal. So. Und das ist das Ergebnis. Das kann man jetzt auch wieder kopieren. Kopieren. Dann LibreOffice Calc starten. Bearbeiten. Inhalte einfügen.
unformatierter Text. Okay. Als Trennzeichen ein Komma. Und dann okay. Und fertig ist die Tabelle. Das kann man natürlich auch per Programmiersprache alles machen. Da habe ich jetzt nochmal die Datei b.txt mit der gleichen Tabelle. Und so könnte dann ein Skript in Python aussehen. Die Datei laden, dann Zeile für Zeile lesen und durchgehen, dann hier Klammer auf, ersetzen durch Komma, Sternchen entfernen, Klammer zu, entfernen, dann den Strich ersetzen durch Komma und dann splitten in vier Teile und dann am Ende das Enter entfernen, also das letzte Zeichen von dem letzten Teil. So sieht der Inhalt der Datei b.txt aus. Und so kann man den dann verändern. Hier wurde schon die richtige Datei angegeben. Und jetzt einfach das Skript ausführen mit Python. Die Datei heißt sub.py und das ist dann die Ausgabe. Okay, ciao und viel Glück.